Mehr. Mehr, 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 mehr. So, Glumanda entwickelt sich. Ja, das ist übrigens nicht das Glumanda, das ich von Delion bekommen habe in Hobbs Haus, sondern ein gezüchtetes, weil ich habe so das Gefühl, nur Delions Glumanda kann irgendwie dieses Dynamax auslösen und ja, also Geiger Dynamax. Und ja, ich habe mir eins gezüchtet und das konnte das nicht zum Beispiel. Also ja, ich habe natürlich gewartet, bis ich hier ein Gutes bekommen habe mit einem vernünftigen Wesen und so. Und ja, das ist jetzt hier sozusagen nur, um zu trainieren und die Entwicklung zu zeigen. Zum Beispiel Glutex, so was wir noch gar nicht gesehen haben hier. Wir haben es ja nur Glurak gesehen. So. Hi. Es ist brutal veranlagt. Im Kampf schlägt es mit seinem brennenden Schweif um sich und schlitzt Gegner mit seinen scharfen Klauen ab. Was? Okay. Nano Glutexo entwickelt sich? Lass mal sehen. Da haben wir einen Glurak. Schön. Pokémon. Eins der ersten Pokémon, das wir ehrlich gesagt gesehen haben in diesem Spiel, ne? Dieses Pokémon kann mit seinen Feueratem Felsen schmelzen. Es verursacht ab und zu Waldbrände. Was? Okay. Nein. So, guck mal, was wir dann Neues haben. Das haben wir noch nicht. Komm mal her. Mobitest. Und die Animation sieht aus. Okay, ja. Was soll's, egal. Männliches Mobitest. Okay. Ja, okay, dann wird das hier ein bisschen schneller gehen, ne? Ich sorge für Druckschlag. Keine Ahnung, wenn ich offscreen irgendwie trainieren bin oder so, durch die Animation abstellen. Einfach nur, damit das schneller geht. Dann vergesse ich die immer wieder anzustellen, wenn ich gerade mal was finde. So, hier war mal Nebel, deswegen habe ich mir gedacht, guck's mal hier vorbei, weil irgendwie fehlen mir irgendwie voll viele Pokémon, die nur im Nebel erscheinen. So Pipi und so fehlt noch. Ich glaube noch irgendwas. Und ja, gut. Ich glaube die Vorentwicklung hiervon war auch irgendwo hier angezeigt, aber ja. Anscheinend taucht das Viech auch hier auf, die letzte Entwicklung. Muss noch besser ist. Noch mal kommen. Hat meine Angriffskraft erhöht und ich kann nicht verwirrt werden. Ne? Sehr gut. Gut, danke. Habe ich das wohl gefangen? Das heißt, wir müssen jetzt noch uns die Vorentwicklung züchten. Wir sind auch fast fertig mit dem Training. Das sind die einzigen Pokémon, die ich jetzt auf Level 65 bringen muss, und die anderen Pokémon, so Gravit und Pumpgen, die habe ich jetzt wegen Mitnahme extra gefangen. Es ist die Zukunft aus Sternenkonstellation. Seine Psychokräfte sind gewaltig, aber es ist von Natur aus konfliktscheu. Okay, cool. Oh, ich werde hier wissen nicht, welches Pokémon jetzt hier aufschlüpft. Molly Morba. Müssen wir jetzt nur noch entwickeln, ne? Es ist zwar noch ein Baby, aber es weiß sich mit Psychokräften, die seinen schleifenförmigen Fühlern innewohnen, durchaus zu wehren. Soll ein Schleifen sein? Und da entwickelt sich Molly Morba. Level 32, ey. Hat man jetzt ganz kurz den Pokédex gesehen? Was gebergt? Also nicht. In sternklaren Nächten entführt es angeblich schlafende Kinder aus ihren Betten. Man nennt es auch die Hexe der Bestrafung. Was? Was? Okay. Aha, guck mal, was ich per Zaubertausch erhalten habe. Ein Mimikma. Oh. Es verbirgt sich unter einem Lumpen, der wie ein Pikachu aussieht, damit niemand Angst vor ihm bekommt. Leider wird es dadurch noch gruseliger. Ja, schön. Einfach mal hier per Tauschstand bekommen. Cool. Und schon wieder ein neues Pokémon, und zwar ein Schild exklusiver
Eintrag. Und zwar jetzt hier für Pokémon Schwert. Awesome. Corazon, man findet es an Orten, die vor langer Zeit vor mir bedeckt waren. Wer es mit einem Stein verwechselt und herumkickt, wird verflucht. Gut, danke an... ja. Irgendeinen japanischen Namen. Danke an... Originaltrainer, so und so. Okay. Gut, da müssen wir natürlich auch noch entwickeln, ne? Gut, werde ich mich schon dran machen. Keine Sorge. Ich glaube, das Ding ist auch nur exklusiv für Schild, oder? Sonst hätte ich das, glaube ich, schon. Ja, okay, gut. Sehr gut. Es kam von einem extrem kalten Ort, in dem es sich treiben ließ und schließlich angespült wurde. Es kühlt unablässig sein Gesicht mit Eis. Ah, willkommen. Oh. Habe ich das schon? Bin mir jetzt nicht sicher. Nee. Okay, dann habe ich da nur ein Schild. Sehr gut, Lavita. Boah. Sie schlüpfen tief unter der Erde und fressen sich durch das Erdreich bis zur Oberfläche durch, wo sie sich verpuppen. Cool. Oh. Noch ein Schild exklusiv Pokémon. Ah, sehr gut. In seinen kleinen Händen stecken heilende Kräfte. Es heilt kleinere Wunden, indem es diese mit seinen Horn berührt. Berühren. Ah, schön. Und da entwickelt sich Lavita auf Level 30. Oha. Pupita. Okay. So, bis Despota wird er aber noch eine Weile dauern, so 25 Level oder so. Trotz seiner Anschlag kann er sich frei bewegen. Es ist flink und äußerst zerstörerisch. Okay. Genau wie ich. Und die nächste Entwicklung folgt zugleich. Und die nächste Entwicklung folgt zugleich. Corazon auf Level 38. 38, ne? Sie hat Gesicht kaum, das ist zu hell. Corazon, mach mal das Licht aus. In ihm wuchs eine mysteriöse Kraft und so löst er sich von seinem Panzer los. Sein geisterhaftes Ektoplasma schützt die Seele im Kern. Okay. Und hier auf Level 40 entwickelt sich unser Poneta. Schön. Warum ist das so am Leuchten? Warum sind alle Entwicklungen so am Leuchten? So, wenn es die Attacke Psychoklinge mit seinen Horn einsetzt, ist es stark nur, um so Löcher in die dicke Metallplatten zu bohren. Warum kommt nicht erst irgendwie, weiß ich nicht, soll eine Attacke Dingens will diese und diese Attacke lernen? Ne? Da geht immer erst zum Pokédex und dann wieder zurück, weil ich die Attacke lernen muss. Warum entwickelt sich das Viech nicht? Sagt mir halt, will diese und diese Attacke lernen und dann kommt der Pokédex-Eintrag. Er ist irgendwie voll dämlich. Warum fällt mir halt jetzt erst auf? Okay. Und Level 55, Pupita entwickelt sich. Yay. Despota. Alles klar. Dank seines starken Körpers fürchtet sie sich vor keiner Form vom Angriff. Deshalb zettelt es ununterbrochen Kämpfer an. Alles klar. Also du kämpfst gegen Kampf-Pokémon. So. Hier befindet sich ein Pixie, was ich noch in meiner Kollektion brauche. Ja, und Pixie, Pipi und Co. tauchen irgendwie alle irgendwie nur in ein, zwei Gebieten auf. Und zwar, wenn irgendwie Nebel ist an einigen Orten, aber irgendwie scheint hier nie in den Orten Nebel zu sein, den ich brauche. Also ja, das ist, glaube ich, wahrscheinlich irgendwie eine Sonnenfinsternis irgendwie in Real Life zu begegnen als irgendwie das. Und ja, zum Glück
können aber einige Pokémon auch per Dynarates gefangen werden. Und ja, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Wir gehen jetzt mal hier rein. 4 Sterne sind noch machbar. 5 Sterne sind die einzigen, die ich nicht alleine schaffe. Und ja, jetzt mal hier rein. Knöpfen uns dieses Pixie vor, was wir hoffentlich fangen können. Wir haben mehr oder weniger unendlich Versuche, weil irgendwie speichert das Spiel nur, wenn ich so einen Wunschbocken in das Ding reinwerfe. Und ja, auf Fangversuche kann ich immer wieder speichern vorher und dann noch mal versuchen. Und ja, wir machen, ich habe schon ein paar von denen hier auf Screen gemacht, um diese ganzen Erfahrungsbonbons hinzu zu sammeln. Und ja, dann gucken wir mal. Jäger, mach dich groß. Boah. Krass. So. Jäger ist jetzt nicht die allerbeste Option gegen das Ding, aber wird trotzdem schon irgendwie klappen. Na, guck mal. Wie gesagt, 5er Dynarates sind die, die unmöglich sind. Die sind irgendwie ausgelegt, so dass man die gar nicht allein schaffen kann. Weil man irgendwie, weiß ich nicht, zu einem bestimmten Punkt irgendwie AP abziehen kann. Egal wie viel Schaden du machst, du wirst immer irgendwie, weiß ich nicht, so nur ein Viertel von den HP abziehen. Dann kommen die mit einem Schild und ja, dann kannst du wieder nichts machen und ja, ist ein bisschen doof. Aber 4 Sterne ist noch machbar. Alleine. So, muss das Ding erledigen. Übrigens, nicht schwächen. Gott, Metronom. Zerschneider. Okay. Ja, ich habe Jäger Überreste gegeben, warum nicht? Ich habe ihn außerdem so Dynarate Bonbons gegeben. Und ich werde irgendwie die AP erhöht, wenn es gibt Dynamax ist. Und ja, weil ich schon gesehen hat jetzt doppelt so viel ab wie vorher, glaube ich. So, ja, ist jetzt nicht so schwer der Kampf. Also wir fangen das Ding am Ende. Oh, sehr gut. Gut gemacht. So, fangen. Und ich will also mit dem Mondball, weil vielleicht will ich das Ding irgendwie benutzen. Keine Ahnung. Warum nicht? Mondball. Sieg und Sieg. Das musst du aber auch drin bleiben, Kollege. Oh Gott, man hat auch erledigt, Mann. So, jetzt kriegen wir hier ganz viele. Nimmt man die TPs, ne? Und Erfahrungsbonbons. Nicht bei meinen ganzen Competitive Pokémon, die ich gerade am Trainieren bin, einsetze. So, endlich mal. Pixie, ein fehlerhaft und scheues Pokémon, das sofort die Flucht ergreift, wenn es Menschen wahrnimmt. Alles klar. Gut, kann ich mir jetzt auch die Vorentwicklung hinzüchten, ne? Gut, dankeschön. So, ich weiß nicht genau, wo ich diesen Typen dranhängen soll, ne? Ich will ja irgendwann mal hier den Kampfturm machen und dann will ich noch hier den Champ Cup wiederholen, so wie ich das verstanden habe, ne? Und ja, irgendwie passt der Typ nirgendwo so zwischen rein, deswegen machen wir den jetzt. Ich packe den dann irgendwo in einen meiner Fangparts rein, in einen der letzten. Ich weiß sowieso nicht mehr genau, was ich so alles noch fangen kann. Also ja, gut. Du, komm mal her. Unser Team sieht so aus. Wir haben alle Pokémon mindestens auf Level 65 von unserem Story-Team, außer Igni, der ist Level 66. Und ja, guck mal, wie stark du bist. So, das haben wir schon gesagt. Morimoto. Okay, okay. Ist so schnell aufgetaucht. Ich konnte irgendwie nicht reagieren. Gut. Morimoto von Game Freak. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Da kommen wir ja. Gorathon und Kau. Und dann sind, und wir sind in ein Stadion und hier ist ein Doppelkampf. Okay. Alles klar. Dann zeig mal.
Feuerball gegen Kaukto und würde man sagen Lauklinge gegen Gorgason. Ja, Herr von Lauch hat auch Sturzflug gelernt, ist auch nicht schlecht. Ist ja noch ein Vogel, stimmt ja eigentlich. Lauklinge. So mit deiner Krypt. Ja. Der hat noch überlebt. Pokémon geht nach 3 Runden K.O. Wer ich? Geht doch so weit von auf Igni, pass auf. Autsch. Ja. Was wollen wir machen? Den hier. Und wir machen noch mal den hier, weil wir waren ja schneller. Du. Ja, Psy. Laubklick ist eine richtig gute Attacke, man. Die gibt hohe Crit-Chance und ja. Ich wusste, du gehst auf Igni. Deswegen habe ich Sprungfehler eingesetzt. So, Herr von Lau. Auch was gegen. Blödes, der wird nicht auf Dings losgehen. Magikasam. Wird schon klappen. So, das wollen wir gleich drauf gehen. Ich Igni. Magikasam schaut, das ist so eine blöde Fähigkeit eigentlich. Mein Gott, der Gegner hat eine starke Attacke. Oh, jetzt muss ich Igni auch auswechseln. Schaufladen. Oh. Was für ein Ding? Ach, dich. Ich gibt's ja auch noch, stimmt. So, wir gehen mal, setzen Schaufel ein, Sprungfeder. Und dann setzen wir gegen das Ding. Weiß nicht, wechseln wir mal ein. Haben wir nichts Besonderes. Dreck. Tiamat. Du kannst keine Bodenattacken oder so, ne? Oder Pflanzenattacken, die sind noch schlimmer. So, blöd. So, du müsstest, wenn eine Runde noch übrig ist, eigentlich wieder runterkommen, ne? Ja, Igni ist weg. Wo ist er hin? So, Humanoid. Ist doch schneller, oder? Kommt schon. Dann Pokémon des Champs von Daniro, den Unschlagbaren. Das gar nicht mal so weit herausgeholt ist, weil ich bin noch kein einziges Mal Game Over gegangen. Ja. Oh, jetzt kommt der mit so was. Und ich muss auch austauschen. War das so? Mein Gott, das ist voll Competitive Play, ja. Okay, war ich jetzt eine Bodenattacke, ne? Meine Wasser. Oh, bist du noch von weg. So, wer nimmt ein wenig Schaden durch Tarnsteine? Das hier wäre neutral. Ja, Blackwing. Wir machen auf dich. Das müsste vierfachen Schaden machen. Weil Feuer und Stein, ne? No. Da, komm, komm, nein, oh Gott, Steinkante. Okay, und weg besser. Vielleicht in der 5 oder 6 machen. Ach ja, Überreste, cool. Der Pulder ausgerechnet, das wie ich. Der hat 6 Pokémon, sehe ich gerade. Stahlflügel gegen was? Ich habe Sorge für, der wird das Ding nicht kaputt hauen.
was ich rechne damit, dass Blackwing drauf geht. Also komm. Oh nee. Sturzflug. Autsch. Stein kann, ja, das war's mit, oder auch nicht. Und Stein kannte eine sehr niedrige 70 oder irgendwie so was, glaube ich, oder 80, keine Ahnung, 85, weiß ich nicht, jedenfalls nicht so eine gute. Okay, und ein Relaxo könnte schlimmer sein. Ja, noch ein Sturzflug und du bist weg. Gegen dich setzen war Steinnagel, würde ich sagen. Oh, ich bin ja nicht schneller. Ach ja, stimmt, ganz vergessen. Ich habe irgendwie keine Animation und habe mich irgendwie voll überfordert. Okay. Nein, du. Damit nicht, wir sind beide langsamer als Relaxo. Nein, gut. So, du bist weg, glaube ich. Jawohl. Blackwing ist besser als ein Drache, der seine Kinder auch einschießt. Die kleinen Kinder können es angeblich nicht abwarten, abgeschossen zu werden. Da war ein Eintrag im Pokémon-Schild. Autsch. Ja, bringt es jetzt leider nicht so. Eine Kampfattacke. Ob das Blackwing überlebt? Muss irgendwann einwechseln, halt wegen. Einmal Magikasam. Dann würde ich sagen, ja, wenn ich Igni einwechseln, na, dann egal. Wir haben zwei frische Pokémon. Eins davon wird schon überleben. Und der Überlebende wird halt Dynamaxen. Und bei Ikasam ist eigentlich nicht so gut gegen das Ding. Weil Relaxo ist sehr auf Spezialverteidigung. Aber egal. Und ich habe keinen Psycho-Schock leider. Oha. Deiner Faust kommt gegen Magikasam. Magikasam. Gott, verdammt, da Dreck. Ich wollte mal die neue Attacke zeigen von Little Mary. Oh. Warte, Igni. Wer hat sich den Angriff neu erhöht, ne? Gott. Dieses Gesicht, ne? Oh, komm mal hier. Donnerwetter. Nein. Ich dann wirklich irgendwie jetzt aus irgendwie geschossen damit. So. Und deiner Brand. Ich zeig dir mal, wie man sein Pokémon größer macht hier. Großer Ball für ein großes Pokémon. Oh. Ich guck euch mal die Arme von denen an, ey. Und weg bist du, oder? Komm, komm. Obwohl, ey, ey. Dreck. Sonnen, ich bin stärker. Und Donnerwell, jawohl. Oh nee. Die Magikasam kann einfach nicht überleben, ne? Weil die hat so defensive Werte. Na gut, dann Herr von Lauch. Ja, ich möchte teilhaben an diesen wunderbar inszenierten Kampf. Oh, ja, du bist jetzt weg. Hier werden alle Trainer von hier jetzt
so auf diesem Level sind, dann haben wir doch vielleicht noch ein bisschen Herausforderung. Deleon, wenn wir den wieder bekämpfen können, ich nehme an, wir werden den wieder bekämpfen können, ne? Kann man normalerweise Kopfschutz mit solchen damit. Oh. Haben wir da greifend Einsatz seines Lebens mit einem Kopfschuss an, nimmt dabei selbst jede Menge Schaden. Das ist ein verdammt starker Angriff. Genauigkeit 80. Ja. Warum nicht? Gut. Ich nehme an, Deleon, wenn wir ihn wieder bekämpfen können, wird mindestens über Level 65 sein. Letztendlich bin ich eben doch der stärkste und beste von allen, zumindest in meinen Träumen. Du gewinnst 3000 Geld. Menschenskinder, du bist vielleicht stark, das hätte ich mir eigentlich denken können. Für deinen Sieg über mich hast du ja eine Belohnung verdient. Du hättest einen Ovalpin. Was ist das denn? Mysteriöser ovaler Krüxbinger, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, in Hort Eier zu finden. Oh, ich kann den täglich bekämpfen? Cool. Oh, warte mal, Ovalpin, das ist dann so was ähnliches wie Ding Superfangpin. Okay, das ist gut, vor allem weil ich genau gerade damit beschäftigt bin gerade. Gut, ausgezeichnet. Alles klar, dann ja. Gut, das wird in irgendeinem Fangpart drangehängt, also ja. Gut, sehen wir uns.